Der Prinz floh, aufgeschreckt von der unerwarteten Aufmerksamkeit und aus Furcht. Man Der Prinz floh, aufgeschreckt von der unerwarteten Aufmerksamkeit und aus Furcht, man könne ihn als Sandmonster entlarven. Aber etwas rührte sich in ihm. Die befreiten Bürger glaubten, er sei gekommen, um sie zu retten. Diese Menschen, seine Untertanen, lebten, obwohl sie hätten sterben sollen. Sein ganzes Streben hatte sich auf den Wesir und seine Vernichtung gerichtet. Vielleicht wurde dem Prinzen nun gewahr, dass er einst für etwas anderes kämpfte, als für die verlorene Ehre. Doch noch war es zu früh, dies zu sagen. Einer an. Fahrer! Woher kennt ihr meinen Namen? Ja, ich... Ich brenne auf deine Antwort. Ich hörte Geschichten. Wundersame Märchen über eine bezaubernde und tapfere indische Prinzessin. Sie kam nach Babylon, um einen bösen Wesir zu strafen, der ihr großes Leid zugefügt hatte. Oh, jetzt will sie uns sogar töten. Wie in aller Welt konntet ihr so lange überleben? Viel Glück, Fremder. Soll ich nächstes Mal, ich werde nächstes Mal an dieser Stelle weiter erzählen. Sie erinnert sich nicht an unsere Vergangenheit.
weil es nie geschehen ist. Du weißt, kein Satt Zeit, kein Assad. Du bekommst den Visier, aber verlierst das Mädchen. Ohne sie geht es uns besser, oder hast du es bereits vergessen? Vielleicht helfen ein paar Pfeile deinem Gedächtnis auf die Sprünge. Wir müssen sie einholen. Ich schätze, wir haben jetzt ganz unterschiedliche Erwartungen. Ah!
Hier fort verstanden. Soll ich die Geschichte hier fort? Ja, eine gute Stelle, um nächstes Mal weiterzuerzählen. Findest immer noch was für sie. Gib's zu. Farah und ich haben viel erlebt. Auch wenn sie sich nicht erinnert. Ich werde es nie vergessen. Der Zeit. Wie gelangtet ihr in seinen Besitz? Auf ein neues. Ich nahm ihn dem Visier. Dieser Verräter. Er tötete meinen Vater, versklavte mein Volk und nahm mich gefangen. Und all das nur, um eine Art Gott zu werden.
Ich weiß nur zu gut, wozu er fähig ist. Aber ich werde ihn finden und ihn für das bestrafen, was er meinem Reich angetan hat. Ihr seid der Sohn Sharamans, der Prinz von Persien? Und ihr die Tochter des Maharaja. Wir haben ein gemeinsames Ziel. Vielleicht sollten wir zusammengehen. Vielleicht. Vorausgesetzt, ihr haltet mit. Das wird ja zusehends einfacher. So ist sie eben. Aber ich weiß, dass sie ein wertvoller Verbündeter ist. Ich bin beeindruckt. Ich schätze, wir sollten zusammenbleiben. In der Anzahl liegt eine gewisse Stärke. Schön, dass ihr es so seht. Wenn ich es nur nicht bedauere. So, und jetzt auf zum Visier. Der Dahaka besiegt war, begann der Prinz sein früheres Ich wiederzuerlangen. Die Verzweiflung, die ihn einst trieb, war von ihm abgefallen. Und so düster alles schien, plötzlich gab es Hoffnung. Hoffnung, dass das Land und der gemarterte Held Frieden finden würden. Aber die Schergen des Wesirs jagten. Hier fortfahren. Ich werde nächstes Mal an dieser Stelle weiter erzählen.